Was nützt uns die Corona-App? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Wess. Er ist Experte für künstliche Intelligenz. Hallo, Herr Wess. Ja, 5 Wochen keine Warnfunktion. Wie kann denn so etwas überhaupt passieren? Einen schönen guten Morgen. Na, sowas kann leider passieren, weil wir haben es halt mit Software sozusagen im Prinzip zu tun. Und wir alle wissen sozusagen, Software ist nie fehlerfrei. Die Frage ist halt, darf sowas passieren? Und ich glaube halt, naja, durch mehr Testing und mehr Ausprobieren quasi vorher hätte man das schon verhindern können. Wie bewerten Sie denn die App insgesamt? Die Bundeskanzlerin sagte ja, wir sollen der App unser Vertrauen schenken. Können wir das? Ich glaube, das können wir. Ja, wir haben ja im Vorfeld sehr stark über das Thema Datenschutz sozusagen halt diskutiert. Naja, der Source Code von der App ist ja öffentlich verfügbar, also jeder kann reinschauen. Und aus Datenschutzgesichtspunkten, glaube ich, ist die App absolut sicher. Und wir müssen da überhaupt keine Angst haben, sozusagen, was das Thema Datenschutz angeht. Nur allerdings, halt, wenn sie mich nicht warnt, dann ist das eigentliche Ziel der App natürlich verfehlt. Was glauben Sie, kann so etwas wieder passieren, dass einfach 5 Wochen lang nicht Bescheid gesagt wird, keine Warnfunktion funktioniert? Naja, das war ja ein sehr spezifisches Problem und es hat auch nur einen Teil sozusagen irgendwie der Geräte betroffen. Es ist halt die Sparfunktion, die Energiesparfunktion sozusagen im Prinzip eingeschaltet worden. Am Prinzip der App, naja, war ja kein Problem. Es hat ja sozusagen alles irgendwie funktioniert. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, quasi vollkommen ausschließen, da kann ich Fehler in der Software sozusagen im Prinzip nie. Wir müssen auch wissen, naja, die App ist unter großem Zeitdruck sozusagen entwickelt worden. Normalerweise dauert sowas halt wesentlich länger. Aber ich würde sagen, ich glaube, man ist gewarnt und man muss jetzt noch intensiver sozusagen testen und wirklich sicherstellen, na, dass die App unter allen ja, Umständen und auf allen Geräten halt auch wirklich funktioniert. Ja, das wünschen wir uns alle. Herr Wess, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.